Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Raspberry Pi, eine LED ein- und ausschalten. Der Raspberry Pi besitzt eine frei programmierbare Schnittstelle namens GPIO mit 26 Pins, hier mit einem roten Rahmen versehen. GPIO ist die Abkürzung für General Purpose Input Output. Links sind die Pins mit den ungeraden Nummern, hier von oben 1 bis unten 25 und rechts die mit den geraden Nummern, oben 2 bis unten 26. Die Pins haben bestimmte Bezeichnungen, hier zum Beispiel GPIO 23, 24 und so weiter. Und einige verfügen über Sonderfunktionen. Diese Schnittstelle benutzen wir nun, um das Vorhaben, eine LED ein- und auszuschalten, zu realisieren. Dazu braucht man folgende Dinge: den Raspberry Pi, eine Steckplatine, eine LED, einen elektrischen Widerstand 220 Ohm bis 1 Kilo Ohm und ein paar Kabel, um den Schaltkreis aufzubauen. Der Widerstand wird genutzt, um den Strom zu begrenzen, dass er nicht zu hoch ist. Ich nutze hier 220 Ohm bei dem Beispiel. Und ein Kabel aus einem alten PC mit 5 Verbindungsmöglichkeiten. 2 Verbindungsmöglichkeiten reichen hier aber aus. Für Pin 6, Masse, und Pin 10, GPIO 15. Und so sieht der Schaltkreis aus. Es geht von Pin 10 zum Widerstand, dann vom Widerstand zur LED und von der LED dann zu Pin 6 Masse. Außerdem sollte man auf Folgendes achten: alles aufbauen, bevor man den Raspberry Pi einschaltet. Nicht, dass irgendwelche Pins noch in Verbindung kommen. Und welche Steckmöglichkeiten beim Steckbrett miteinander verbunden sind und dementsprechend die Komponenten verbinden. Der längere Anschluss, Anode der LED, kommt an einen GPIO-Pin. Und wenn dann alles aufgebaut wurde und der Raspberry Pi an ist, kann es dann losgehen. Hier habe ich auch schon eine Webcam, da könnt ihr das Ganze beobachten. Kabel rot ist hier Pin 6, Masse. Und das weiße Kabel ist GPIO 15, Pin 10. Damit ihr nicht sagen könnt, irgendwie ich habe das nur theoretisch durchgespielt, sondern hier könnt ihr das direkt beobachten. Und als erstes verbinde ich den PC mit dem Raspberry Pi. Das könnte man natürlich auch direkt am Raspberry Pi machen. Aber erstmal die Verbindung mittels Netzwerk aufbauen. Mit dem Kommando SSH, Pi, das ist der Username, und dann add und die IP vom Raspberry Pi, das ist hier 192.168.0.109. Enter. Passwort ist Raspberry, denn ich verwende hier den Raspberry Pi RAV 2 mit dem Betriebssystem Raspbian. Der Treiber für die frei programmierbare Schnittstelle ist bei Raspbian schon mit dabei. Für die Hardware-Bausteine gibt es virtuelle Dateien, die man ansteuern kann. So auch für die GPIO-Pins, die sich im Verzeichnis sys class GPIO befinden. Und dort gehe ich auch gleich hin mittels cd/sys/class/GPIO und den Inhalt schauen wir uns gleich mal an. Hier gibt es das Verzeichnis GPIO Chip 0 und die Datei Export und Unexport. Wir sagen dem Raspberry Pi nun, dass wir GPIO 15 Pin 10 nutzen wollen und zwar mittels Kommando Echo, dann die Nummer GPIO 15. Also 15 weiterleiten an sys class und GPIO export und fertig. Per echo out
weiterleiten an Sys, Class, GPU und GPU 15 und Direction. Ist GPU 15 nun ein Ausgang mit momentan 0 Volt? Später dann sind es 3,3 Volt, wenn ich die LED einschalte. Und durch Echo 1 oder 0, 1 für einschalten und 0 für ausschalten, weiterleiten an Sys, Class, GPU, GPU 15 und Value. So kann ich nun die LED einschalten. Hier leuchtet die LED und mit 0 kann ich die LED wieder ausschalten. Des Weiteren kann man noch unter Zuhilfenahme des Open Source Projekts Wiring Pi die GPU-Pins ansteuern. Und zwar läuft das wie folgt: Man geht in sein Home-Verzeichnis, kopiert sich die Dateien in sein Home-Verzeichnis mittels Git Clone. Sollte Git noch nicht vorhanden sein, kann man auch Git nachinstallieren mit dem Paket Git-Core. Dann geht man ins Verzeichnis Wiring Pi mit CD WIR Sternchen, das sollte reichen, und führt dort das Skript Build aus mit Punkt Schrägstrich Build. Dann warten, bis alles erledigt ist, und dann kann es losgehen. Und zwar gibt es dann das Tool GPIO, das man nutzen kann. Mit -h bekommt man Hilfe. Und mit Read All bekommt man eine Tabelle. Und zwar hier mit den Wiring Pi Nummern, mit den GPIO Nummern, mit den PIN Nummern, mit dem Name und mit dem Modus und dem Wert. Und ebenso kann man hier genauso wie mit dem Befehl Echo den Modus setzen. Und zwar das GPIO 15. Mit der Nummer 16 und dem PIN 10 ein Ausgang ist. Und das geht wie folgt: mittels Kommando GPIO-G, dann Mode und dann die Nummer, und zwar die GPIO-Nummer, das ist hier 15, und dann Out. Und dann können wir die LED leuchten lassen, und zwar mittels GPIO-G, dann Write, dann wieder die GPIO-Nummer, das ist 15 hier, und dann 1. Und dann leuchtet die LED. Und das Ganze geht auch mit dem Ausschalten, GPIO-G, Write 15 und einfach 0 setzen. Und die LED ist aus. Das war User Power von Open Screencast. Ciao und viel Glück!